Und weiter geht's mit einer weiteren Folge Minecraft Twice. Da das andere nicht funktioniert hat mit dem RF-Dimension, oder ja, wahrscheinlich würde es funktionieren, bloß da muss ich noch was umstellen. Mache ich das jetzt halt im End, dass ich da alles abbauen lasse, um an das Draconium ranzukommen, weil es hier ja auch sehr viel davon gibt. Okay, das ist jetzt das Enderium. Ja, aber das andere sollte es hier auch sehr viel geben. Normal. Hier haben wir schon was. Auf jeden Fall ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass es hier was gibt, als woanders. Vor allem in der Menge. Deshalb werde ich jetzt hier die Enderquarry aufstellen und schauen, dass ich die gesamte Insel hier abbauen kann auf einmal. Muss ich einmal mehr oder weniger außen rumfliegen, damit ich sehe, ob die Höhe und alles passt. Aber ich glaube, das sollte passen von hier auf dieser Ebene schon einmal. Das werde ich wahrscheinlich dann einfach auf dieser Chunk-Linie hier machen, weil dann habe ich auch einen Anhaltspunkt. Und in die Richtung. Hier, also genau auf dem Kreuz jetzt hat. Höhe machen wir einfach mal 100, dann habe ich eine schöne, wo ich drauf arbeiten kann. Okay, Höhe 100. 100, was habe ich in diese Richtung jetzt? 100, also muss ich jetzt 44 und 100 haben. Schauen wir mal. Okay, das passt noch. Jetzt muss ich bloß noch schauen, dass dann wieder passt, dass ich komplett an der Insel vorbei bin. Hab ich's hier? Ja, ich. Dann waren wir noch bis da. Ja. Wieder auf 100 runter. Ja, ich hätte gleich Fackeln setzen können beim anderen. 100 und minus 128 fliegen wir jetzt hat. Okay, müssen wir wieder schauen. Ja, es ist echt blöd, dass das bei der anderen Dimension nicht hingehauen hat, dass wir da das Ganze abbauen konnten. Jetzt glaube ich, habe ich es fast so. 128 und 100. Jetzt bin ich eins zu hoch. Jetzt hat. Okay, die passt. Jetzt sind diese Richtung wieder 100 und minus 128 auf 128, glaube ich. Wenn mich nicht alles täuscht. Das sehe ich ja dann, wenn ich die letzte Fackel gesetzt habe. Aber es sollte ungefähr so sein. So, ja. Noch auf 100. Jetzt hat. Die Richtung passt. Jetzt müssen wir noch hier schauen, ob es hinhaut. Wie ich es haben will. Ich hoffe mal, weil dann kann ich es gleich schon einschalten. Dann werden wir sehr viel Obsidian haben. Und Endstone. Und die ganzen Enderlilies und das Ganze, was da alles wächst. Bin doch hier auch bei 128 auf 100. Seltsam, wieso ging das jetzt halt nicht, dass er sich in die Richtung verbindet? Schauen wir hier nochmal. Da ist er schon. Habe ich da irgendwas falsch gemacht? Hier bin ich bei 129, deshalb. Machen wir jetzt einfach so schnell. Jetzt hat geht's. Dann machen wir uns hier noch schnell eine kleine Plattform. Einfach bloß so schnell, wo wir die dann drauf platzieren können.
zusammen mit einem Speed-Upgrade und Silk Touch auf jeden Fall, damit die ganzen Ores, wo man da farmen, nicht gleich in die Rohstoffe geändert werden, weil beim Draconium bekommt man ja, wenn man das Ohr abbaut, Draconium, das ist das Ohr, wenn man es abbaut, bekommt man, wo haben wir ihn? Da bekommt man doch normalerweise Draconium Dust, den hier kommt man bekommt man raus, Draconium Dust. Und das will ich ja nicht, weil dadurch ja, wie heißt's, dadurch wird es ja weniger, weil wenn ich das Ohr so in die Anlage jetzt reinpack, wird es vervierfacht. Und wenn es direkt abgebaut wird ohne Silk Touch, dann habe ich es ja bloß einfach. Okay. Das würde jetzt ewig lang dauern, weil der hier erst auch die ganzen Luftblöcke und alles mitmachen muss, bevor er dann bei der Insel ankommt. Okay. Hier drüben wäre Meteorit, da gibt es auch noch sehr viel. Können wir ja mal kurz hinfliegen. Sehr viel von dem Ohr, weil der besteht eigentlich hauptsächlich daraus. Da kann man ja mal kurz hinfliegen und das zeigen. Ja. Also das eigentlich ist das komplett Obsidian. Ja, cool. Also dieses Ender-Upgrade ist echt, der Mod für das Ender ist echt gut, weil da hast du jetzt halt endlich mal etwas, was du anschauen kannst und so. Also die ganzen Inseln, wo sich dadurch ergeben, die komische Farm da hinten, wo wir bauen könnten, was wir aber nicht mehr brauchen, weil Enderperlen haben wir eh jetzt halt mehr als wir je benötigen, vermutlich. Die komischen Ding hier, habe ich weiß noch gar nicht, was die sind. Das sind aber irgendwelche Teleporter. Da könntest du dich, glaube ich, dann ohne Flügel und so hin und her teleportieren. Ja, weil da ist dann wieder einer, wo du hin könntest. Und hier hinten. Und damit könntest du dann das Ende durchqueren, ohne dass du Flügel benötigst. Gehen wir mal auf 100 hoch. Ja, bin ich zu weit links. Muss ich in die Richtung wieder. Da oben ist er. Normalerweise, außer es gibt jetzt halt hier verschiedene. Ja, okay, das ist ein kleiner. Da gibt es auch noch viel größere, die bestehen eigentlich dann hauptsächlich fast bloß aus dem Ohr. Ist halt schade, dass das bloß so ein kleiner war. Ja, und einen anderen sehe ich jetzt momentan nicht. Okay, gut. Gehen wir jetzt wieder zurück. Dann war es das erstmal wieder mit dieser Folge. Wenn sie euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal.